ich mich zu Tode schinden. Anstatt mich nur im Kreis zu winden. Unbemerkt kamst du von hinten. Bist du ein Skalde? Ich habe noch nie jemanden so Verse rufen hören. Ein Skalde? Oh nein, gar nicht. Ich suche nur nach Ehre und bin dabei vom Weg abgekommen. Hier suchst du nach Ehre? Ein ziemlich entlegener Ort. Ich bin der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Von mir wird erwartet, meiner Familie große Ehre zu bringen. Aber alles ist schon getan. Meine Onkel und Brüder haben alle große Siege errungen und noch größere Tode. Für mich ist nichts mehr übrig, was ich tun könnte. Die Götter erhören meine Gebete nicht. Aber du bist hier. Also willst du einen großen Sieg von mir oder einen großen Tod? Nein, ich will leben. Und einen Kampf gegen dich würde ich niemals überstehen. Das ist wahr. Aber vielleicht könntest du mich zu einem Sieg führen. Ich kann dir ansehen, dass du kein großer Krieger bist. Das weißt du auch. Es gibt keinen Grund, das zu leugnen. Aber ich könnte dir eine Gelegenheit verschaffen. Irgendein Tier, das auch du bewältigen kannst. Ja, ja, das könnte klappen. Ich könnte ein paar Einzelheiten dazu dichten. Nichts Abwegiges. Skalden machen das so. Bist du also doch ein Skalde? Rühre dich nicht von der Stelle. Ich mache das nur einmal. Ich werde hier sein. Bei meiner Ehre. Und wir haben hier ein weiteres Weltereignis in Assassin's Creed Valhalla. Und zwar die Jagd nach der Ehre. Und das Spannende ist, dass man hier einem jungen Mann helfen muss, zu seiner Ehre zu finden. Und das sagt der Titel schon, die Jagd nach der Ehre. Und damit man das Ganze auch wirklich schafft, muss man ihm jetzt, in der Nähe sind einige Tiere, also Wölfe, Bären zum Beispiel, die gerade im Kampf sind, müsste man jetzt einfach gucken, welches man von diesen Tieren hierhin lotst. Da der gute Erlend, glaube ich, so heißt er, nicht so viel verträgt, dürfte er also jetzt nicht den Bären hinziehen, also aggro ziehen und den Bären dahin führen. Dann ist er tot, obwohl, wie gesagt, ich habe gelesen, dass es völlig egal ist, ob man bei diesem Weltereignis, ob die Figur überlebt oder nicht. Er muss es halt nur irgendwie schaffen, einen Schlag abzugeben, dann hat man das bestanden. Aber mein Ziel war es, dass er überlebt. Und da ich dummerweise bei meinem ersten Versuch den Bär und alle Wölfe getötet habe, muss ich dann etwas weiterlaufen. Das seht ihr auch hier im Video. Und dann nehme ich mir einen Wolf, schlag den so ein bisschen an, dass der nicht mehr wirklich viel Leben hat, dass nur noch ein, zwei Schläge für unseren Erlend reichen. Und dann ist das Ganze auch geschafft. Und wie gesagt, das Schwierige dabei ist, es zu ziehen. Ihr müsst also die Aggro halten. Dieser Wolf verliert ziemlich schnell die Lust daran, euch zu jagen. Und das ist das Clou, das Rätsel an diesem Teil, an diesem Weltereignis. Erlange deine Ehre. Von nahem wirken sie viel größer. Ich glaube, das schaffe ich nicht.
Komm, Erland! Die Ehre ruft! Auf mein Zeichen! Ich habe es geschafft! Tatsächlich! Was für ein Kampf! Du hast ein paar Treffer gelandet. Wie war dein erster Sieg? Götter! Nie fühlte ich mich so lebendig! Mein Huga steigt auf Rabenschwingen auf! Diese Wiedergeburt bringt dir auch einen neuen Namen. Von heute an heißt du Erland Wolfschlechter, der Hundebezwinger. Das passt zu mir. Weißt du, jetzt da ich darüber nachdenke, meine Geschichte sollte im Versmaß erzählt werden. Leb wohl, Bestienköder! Erland Wolfschlechter, hört meinen Namen und erzittert! Flieht und versteckt euch im Unterholz, ihr